Herzlich willkommen zum ersten Modul im Kurs Open Science – Von Daten zu Publikation. Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Kurs und die Open Science-Thematik interessieren. In diesem einführenden Modul möchte ich gerne die grundsätzliche Frage beantworten, was Open Science eigentlich ist und was Ihnen Open Science für Ihre Forschung und Ihre wissenschaftliche Arbeit bietet. Mein Name ist Matthias Landwehr und ich arbeite im Team Open Science im Kommunikationsinformationsmedienzentrum, kurz KIM, der Universität Konstanz. Blicken wir auf die Inhalte in diesem Modul. Zuerst werde ich versuchen, eine Definition für Open Science zu finden, wobei ich Sie schon jetzt enttäuschen muss, weil es die eine Definition nicht gibt. Danach gehe ich auf den konkreten Nutzung für Forschung und Lehre ein und zum Abschluss werfen wir einen Blick auf Open Science hier an der Universität Konstanz. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat von Michael Nielsen, einem Quantenphysiker aus San Francisco, der sich bereits 2007 der offenen Wissenschaft verschrieben hat. Open science is the idea that scientific knowledge of all kinds should be openly shared as early as is practical in the discovery process. Es geht ihm also darum, in der Wissenschaft so viel wie möglich und so früh wie möglich transparent zu veröffentlichen und der Allgemeinheit bereitzustellen. Vielleicht kennen Sie selber aus der eigenen Forschung die Situation, dass Daten nicht verfügbar sind, Studienergebnisse nicht nachvollziehbar oder replizierbar sind oder Sie für den Erwerb von Publikationen bezahlen müssen. Ein anderes Zitat, es stammt aus dem Mission Statement der deutschsprachigen Open Science AG, hat einen etwas praktischeren Bezug und definiert Open Science als die Bündelung aller Strategien und Verfahren, die für einen offenen und transparenten wissenschaftlichen Prozess geeignet sind. Sie sehen, es gibt verschiedene Definitionen und Sie haben natürlich die Freiheit, sich Ihre eigene Definition zu suchen. Die beiden in diesem Modul genannten Definitionen haben uns im Team Open Science gut gefallen. Den meisten Definitionen gemein ist die Einigung auf gewisse Grundprinzipien und Elemente, die zu Open Science gehören. Die vier Grundprinzipien sind Transparenz, Reproduzierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und offene Kommunikation. Reproduzierbarkeit und Wiederverwendbarkeit bezieht sich dabei vor allem auf Forschungsdaten und Ergebnisse. Reproduzierbar bedeutet, dass man mit den verfügbaren Daten Studienergebnisse nachvollziehen und nachrechnen kann. Wiederverwendbarkeit bezieht sich auf die Verwendung von bestehenden Daten in einem anderen Kontext. Transparenz und eine offene Kommunikation, gerade auch von Misserfolgen, sollten sich durch den gesamten Forschungszyklus ziehen. Bei den Elementen unterscheidet man zwischen sechs verschiedenen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Auf einige werden wir in weiteren Modulen in diesem Kurs noch im Detail eingehen. Am bekanntesten ist sicher Open Access, der freie und uneingeschränkte Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und Publikationen, erfreulicherweise in vielen Disziplinen schon seit vielen Jahren weit verbreitet. Open Data und Forschungsdatenmanagement umfasst alle Aspekte des Umgangs mit Forschungsdaten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg. Am Ende steht dann im Idealfall die Publikation der Daten. Wie Sie im weiteren Verlauf dieses Kurses sehen werden, kann es sich dabei um ganz unterschiedliche Arten und Umfänge von Daten handeln. Open Educational Resources als drittes Element beschreibt die Erstellung und Bereitstellung von freien und offenen Materialien für den Einsatz in der Lehre. Es gibt einige weitere Elemente, auf die wir in diesem Kurs nicht weiter eingehen. Open Source, die freie Bereitstellung des Quellcodes von Software und anderer Technologie, kennen Sie möglicherweise vom Open Source Betriebssystem Linux oder anderen freien Softwareprodukten. Open Peer Review möchte das klassische Peer Review Verfahren, wie wir es von Journals kennen, durch ein offenes und transparentes Review-Verfahren ersetzen. Zu guter Letzt gibt es noch den Bereich des Citizen Science, der die Wissenschaft mit der Allgemeinheit und der Öffentlichkeit verbinden soll. Dies umfasst das Aufbereiten der Ergebnisse in einer allgemeinverständlicheren Form, aber auch die Einbindung von Laien, zum Beispiel in der Datenerhebung. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, warum Sie das alles tun sollen. Diese Folie sammelt ein paar typische Argumente, die wir immer wieder hören und die auf den ersten Blick durchaus logisch sind. Jeder weiß ja, wie knapp die Ressource Zeit in der Wissenschaft oft ist. Trotzdem würden wir gerne versuchen, den Mentalitätswandel hin zu einer offenen Wissenschaft zu unterstützen und einige Argumente dafür liefern. Die Verfügbarkeit Ihrer Publikationen und Ihrer Daten erhöht allgemein die Sichtbarkeit Ihrer Person und Ihrer Forschung. Auch wenn der Impact-Faktor wichtig ist, so sollte er nicht alles sein. Außerdem lassen sich auch Datensätze mit dauerhaften Identifikatoren versehen und werden dadurch zitierfähig. Die Bereitstellung Ihrer Daten ermöglicht die Nachnutzung. Sie können wiederum die Daten anderer WissenschaftlerInnen für Ihre Forschung benutzen. Es ist ein Geben und Nehmen,
das zu neuen Erkenntnissen führen kann und wird. Schließlich steigert ein gutes Management der Daten die Effizienz ihrer Arbeit, transparente Workflows vereinfachen die Kollaboration. Neben dem individuellen Nutzen ist Open Science aber eine Bewegung, die die gesamte Wissenschaft verändern kann. Diesen Mentalitäts- und Kulturwandel wollen wir unterstützen, sind uns aber bewusst, dass das Zeit braucht. Daten nehmen in unserer Gesellschaft einen immer zentraleren Bestandteil ein und die Universität Konstanz hat sich als Ziel gesetzt, die Verankerung von Daten und Wissenschaft in der Gesellschaft voranzutreiben. Dafür gibt es an der Universität Konstanz das Team Open Science, die für das Thema zuständige Stelle, die im KIM verankert ist. Auf die zwei Schwerpunkte unserer Arbeit möchte ich kurz eingehen. Im Bereich Open Access übernehmen wir eine führende Rolle in der deutschen Hochschullandschaft. Wir helfen bei der Suche nach dem richtigen Journal. Wir beraten Sie und können mit dem Publikationsfonds auch finanzielle Unterstützung leisten. Thema Forschungsdatenmanagement. Dort bieten wir neben Beratung auch verschiedene Dienste für zum Beispiel die Speicherung von Forschungsdaten an. Speicherung sowohl im Forschungsprozess wie auch zur Veröffentlichung und Archivierung in einem geeigneten Repositorium. Ein weiteres Angebot der Universität ist der Advanced Data and Information Literacy Track, ein interdisziplinäres Programm zur Daten- und Informationskompetenz. Dieses durch die Exzellenzförderung neu entstandene Angebot richtet sich an Studierende aller Fächer. Unter Umständen können Sie sich auch diesen Kurs für den ADILT anrechnen lassen. Nähere Informationen dazu finden Sie in ILIAS und auf der ADILT-Webseite. Wenn Sie tiefer in die Thematik einsteigen möchten, dann können Sie das sowohl auf der Webseite des KIM wie auch auf der Informationsplattform forschungsdaten.info tun. Wir beraten Sie gerne individuell zu allen Fragen rund um Open Science. Über unsere Webseite können Sie auch eine universitäre Mailingliste zum Thema Open Science abonnieren. Damit haben wir inhaltlich das erste Modul und den Einstieg in die Thematik abgeschlossen. Sie sehen hier in der Übersicht die anderen spannenden Module, die wir in diesem Kurs noch für Sie bereithalten. Hier sind noch die Quellenangaben zu den verwendeten Grafiken und dann möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Bei Fragen können Sie das Team Open Science oder mich jederzeit kontaktieren.